Hallo, heute geht es um den Begriff der Evolution von Molekülen. In der Evolutionstheorie geht man davon aus, dass Tierarten, die sich evolutionsgeschichtlich nahestehen und ähnliche Gene tragen, nicht nur ähnlich aussehen, sondern auch ähnlich aufgebaute Moleküle besitzen. Demnach dürften sich zumindest manche Moleküle von Walen und Delfinen sehr ähnlich sein, da die beiden aus derselben Familie stammen, wohingegen eine Krake und ein Huhn bei demselben Molekül große Unterschiede aufweisen müssten, da sie in der Evolutionsgeschichte weit auseinander liegen. Diese Erkenntnis kann zum Beispiel in dem Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.